Also das Konzept war, sieben Regie-Teams oder sieben Regisseurinnen, Regisseure, nehmen sich Shakespeares Othello vor und machen dazu in 15 Minuten thematisch, was sie interessiert an diesem Stück. Lass mal versuchen, dir das Stück zu erzählen auf Italienisch, aber so, dass ich es verstehe. Versuch mal, mir das Stück auf Italienisch zu erzählen. Ah, okay, kurz. So die ganze Geschichte. Ja, so ganz kurz. Ja. Voglio raccontarvi una storia. Questa storia parla di gelosia. È la storia di un uomo che non riusciva a credere all'innocenza della sua donna, Otello e Desdemona. Ah, ok. Ja, wir fangen mit dieser Szene, wo ich erzähle ein bisschen die Geschichte. Der erste Satz ist aus Shakespeare und das ist dass Eifersucht macht keine Frage und Eifersucht hat keine Gründe und Eifersucht ist ein Tier. Wie lange sollte... Nur kurz. Ich würde es nur ganz am Anfang machen. Mhm. Ja, okay. Vor dem... Okay, ja, schon. Vor, jetzt ich weiß nicht, was... Bevor Robert überhaupt spielt, bevor es anfängt. Ja. Ah, ja, okay. Wir erzählen die Geschichte von Ende. So, wie wir anfangen mit dem Ende. Das Ende. Oder das Schluss. Und danach, wir gehen weiter und es gibt diese... verschiedene Szenen aus Shakespeare, aus Othello. Du kommst dann, und bevor sie fertig ist, fangt ihr alle an. Ja? Dass ihr einfach weiter, dass da nicht mehr keine Pause mehr kommt. Das ist schon gut, dieser Anfang da. Ja? Aber dann muss es so langsam, wenn Ida das, ihr es gemacht hat, dann muss es langsam auch schneller werden. Ja? Die drei Frauen, die sich dann eigentlich zwar zusammen sind, aber nicht kommunizieren. Ja, also jeder spricht in ihrer eigenen Sprache. Das ist eigentlich am Ende des Stücks sozusagen. Also die Desdemona ist bereits tot, fragt sich, warum sie, das ist der einzige Teil, den ich überhaupt verstanden habe, fragt sich, warum Othello sie umgebracht hat. Wieso hat er mir einfach heute umbringen? Also ich würde sogar mich mit diesem Eis, ja, also ich finde dieses Eis ist ja jetzt nicht nur dieses Eis, ja. Und du bist jetzt tot, kannst du nicht mal mehr dieses Eis essen. Schon so versuchen. Das ist noch was von der Welt, von deinem Leben sozusagen, ja, aber so ein Eis wirst du nicht mehr essen. Ja, okay. Und du guckst so, wie dieses Eis, wenn es halt schön, wenn es funktioniert, läuft es dir über die Finger, ja, okay. Und zerschmilzt und wird weniger und vielleicht hast du am Ende nur noch den Stiel. Das wäre natürlich perfekt. Ja, aber du guckst fasziniert auf dieses Eis und wenn du von Othello sprichst, ich verstehe nicht, warum der mich eigentlich... Warum der, ich weiß heute nicht, warum der mich eigentlich umbrachte. Und guckst auf dieses Eis, wie dieses Eis in deinen Händen zerläuft. Ja? Ja, wir haben dann sehr viel darüber gesprochen, wie Desdemona ist, ob sie eben wirklich treu war oder eben nicht. Und wir sind dann zur Entscheidung gekommen, dass sie wahrscheinlich nicht 100% treu war. Wir dachten uns, warum wehrt sich diese Frau nicht gegen Othello? Warum wehrt sie sich nicht? Warum lässt sie sich einfach umbringen? Und da haben wir eben lange gesprochen und wir denken einfach, dass sie irgendwas schon gemacht hat. In dem Monolog, in dem ich ja dann spreche, oder Monolog in der Szene, sagt sie auch, oder meine Augen, Ohren, irgendeiner meiner Sinne sich wohl ich irgendwo verirrte. Wahrscheinlich hat sie da schon sowas, irgendwas, wo sie denkt, das war jetzt nicht gut. Du hast halt das irgendwie so. Genau. Und dann, so habe ich es ja gehabt. Du bist so gefangen. Ja. Von Anfang an hat mir Sascha gesagt, dass ich diese Rolle bekommen habe. Also ja, und er wusste von Anfang an, ich würde es sein. Und ich fand es auch sehr interessant, weil vorher hatte ich hatte Erfahrungen, so Stücke gespielt, wo ich Othello war, wo ich Desdemona war und. Und jetzt kam Iago an der Reihe. Ich finde jetzt, dass du leise sprichst, bin ich eigentlich richtig. Nur es ist halt schade, wenn man dich da nicht versteht. Ja, genau. Ja? Ich meine, aber er spricht ja auch leise. Das oder entweder ein total extrem machen, dass er total hier verrückt ist. Ja, mach mal verrückt. Nichts kann und
soll mein Herr zufriedenstellen? Dafür, dass ich aus ihm einen ausgewachsenen Esel gemacht habe und ihn aus seinem Frieden in den Wahnsinn treibe? Robert meinte irgendwie, als er nach Berlin gekommen ist, hätten ständig alle Leute darüber gesprochen. Also mir ist das Thema noch gar nicht begegnet, also vielleicht zieht er das eher an, weiß ich nicht. Also, ja. Also ich meine, natürlich kann das jeder machen, wie er will, aber ich jetzt persönlich würde mich unwohl fühlen, mit so einer Situation mit mehreren Menschen eine Beziehung zu haben. In Roberts Teil werden drei Beziehungsmodelle vorgestellt. Die Monogamie, die offene Beziehung und die polyamore Beziehung, die ich vorstelle. Und das ist alles so, ja, es überlappt ein bisschen, beziehungsweise es gibt zwei verschiedene Ebenen. Einmal die Ebene, in der eines der Beziehungsmodelle vorgestellt wird und parallel eine Othello-Szene, also aus dem richtigen Stück Othello, gespielt wird. Und dann eben gibt es nochmal, ich sag mal, was Heutiges mit einem Pärchen und der Schwester des Mannes in der Beziehung. Und die wird auch von mir gespielt. Und ja, ich stelle dann eben ganz am Anfang die polyamore Beziehung vor. Und das ist genau das, was auch die Schwester lebt. Also insofern hat jeder dann zu seinem Charakter spezifisch das Beziehungsmodell, das passt. Alle Beteiligten sollen sich gleichermaßen wohl und geborgen fühlen. Kannst du das mal zu Ihnen sagen? Ich würde mal, versuch doch auch mal irgendwie dir zu überlegen, wann würde es hier sogar passen, irgendwie, dass du zu Ihnen sprichst. Was gestern zwingend zerstörerisch war, dient morgen der eigenen Beziehung der Liebe. An dem Projekt hat mich halt interessiert, dass man zu siebt irgendwie sowas macht und sich gegenseitig auch über die Schulter schaut und das zusammen stemmt. Sonst ist ja irgendwie Regie so ein einsames Feld eigentlich, weil man das meist alleine macht und eigentlich auch eher selten irgendwie von den anderen Regisseuren auch Feedback bekommt. Und das dachte ich mir, wäre halt mit sieben interessant. Das war ein schöner Abend. Ja, sehr. Okay. Wenn ich diesen Übergang müssen wir irgendwie noch alles hinkriegen. Genau, das braucht irgendwie so einen kurzen Moment des Durchschnaufens, wo man so merkt, ah, jetzt ist irgendwie, jetzt verändert sich gerade was. Ah, oh, jetzt fällt was Neues an. Es ist zu spät! Der Preis einer Polyamorie-Beziehung besteht darin, dass Menschen, die mehrere Liebesbeziehungen haben, erwägen ständig... Mit und gegeneinander. Ich habe dann relativ schnell mich auf diese Treue gestürzt, weil das irgendwie halt in Berlin so ein Thema war. Irgendwie eben jede zweite WG hatte dieses Buch. Lob der offenen Beziehung hier und mit ganz vielen Leuten habe ich über offene Beziehung gesprochen und das Thema Treue und wie weit soll Treue gehen und wie lange bleibt man Single und wann ist man jetzt wirklich zusammen und wann plant man jetzt eine Zukunft? Wir wollen zusammen etwas aufbauen. Verstehst du? Eine Zukunft. Du hättest es ihr nicht sagen sollen. Es tut uns sehr leid, dass dein Freund fremd geht. Ja, müssen wir jetzt aus Solidarität auch altmodisch machen? Okay, hey, hört, machen wir diese Szene nochmal. Ja. Ich fand den Übergang übrigens gut, David, echt. Von mir aus kannst du dir sogar noch noch so viel Zeit lassen, dass du dich etwas von Sonja entfernst. Ja. Ich fand es etwas komisch, dass du so halb irgendwie hinter ihr stehst. Ja. Also eben oft ist ja das, was du sagst, ist gegen die Schwester gerichtet. Mhm. So, ja, aber ruf an, ich will dich nicht plötzlich in meiner Wohnung stehen haben. Mhm. Und du so, ja, das sagt sie nur, weil sie länger, also so, du bist der Vermittelnde und du bist eher, also das ist echt irgendwie so für den Zuschauer klar ist, hey, da ist irgendwas Komisches zwischen diesen drei Leuten, was ja nachher irgendwie so ein bisschen aufgelöst wird, was da genau ist. Max ist dem halt natürlich nicht fern, weil er halt sozusagen über die offene, also sozusagen die offene Beziehung spricht ja auch ihn an irgendwo. Also man könnte sozusagen diesen theoretischen Teil, könnte man sagen, dass er sozusagen von ihm stammt eigentlich. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, soll beispielsweise Eifersucht vermeiden.
sonst jetzt stehst du wieder vor mir, was ich abmache. Versuch doch auch mal, dich zwischen die beiden zu trennen und beispielsweise ihnen beiden das zu erzählen, was du sagst. Mhm. Also einfach lockert mal dieses reine Dozieren mal etwas auf, sodass du nicht, dass wir nicht bei jedem Monolog echt das haben, jemand steht für sich alleine und erzählt und die anderen sind im Hintergrund und machen nichts in dieser Zeit, sondern dass wir hier mal versuchen, dass ihr auch in Interaktion, dass du sie einbindest, dann können sie dir so, was sagt er da, verstehst du das, Emilia, was, nein, ich verstehe nichts, dass der, also so, natürlich sagt er das nicht, aber dass das irgendwie noch so ein bisschen aufgelockert wird. Das ist schwer, weil ich habe halt keine Erfahrung mit offenen Beziehungen gehabt, bis jetzt. Aber wenn ich mir jetzt sozusagen die Figur angucke oder sozusagen sie versuche zu analysieren, komme ich immer darauf, dass das in einem ist. Also mein Freund ist zum Beispiel so, er ist gerne mit anderen Frauen halt, auch hat er was zu tun oder nebenbei. Und da merkt man halt, dass ein Mann vielleicht auch nicht, dass ihm eine nicht genug ist, dass er halt mehreren irgendwie sozusagen eine Liebe geben muss oder Aufmerksamkeit geben muss oder will, sozusagen. Ja, und da denkt man sich halt, wie sieht er es? Aus welcher Sicht sieht er das zum Beispiel? Kannst du nach hinten gehen und dann stehst du dich dort in die Ecke und was für Gott, dass die Distanz befehlt. Nachher läufst du, also echt, du musst nicht nur spielen. Dass ich nicht immer Freeze mache. Ja, du musst ja. Auch können gewisse Fantasien innerhalb einer Beziehung oft nicht gelebt werden. Man holt sich von außerhalb der Beziehung, was ihnen fehlt, und bereichert diese dann damit wieder. Es macht mir Spaß, generell mich in sowas hineinzuversetzen. Also verschiedene Beziehungsmodelle und man hat ja immer, als Schauspieler hat man ja zu seinen Kollegen halt auch immer eine Beziehung irgendwie. Was ist hier schon passiert? Wenn du so neben ihnen beiden so stehst und zu ihnen so sprichst, der eine Frage stellst und die andere Frage stellst und dann machst du dich so ausweichen und gehst so weg und geht doch einmal in der Mitte durch. Dann kriegst du sofort eine neue Situation zu etablieren. Besser, ja, genau. Dann so ja. Herr Schöllmann, das ist da hinten nichts an der Gabel. So, kommt er mal her. Die Stühle kannst du ja uns geben. Sonst stört es das Bild. Die Ida hat eben noch, die macht noch so einen Ruck, dann geht er ein bisschen weiter auf. Das musst du vielleicht auch noch machen. Sonst sehen die Leute hier auf der linken Seite sehen sonst leider gar nichts dann. Okay. Ich habe mal gesehen, auch dort ist irgendwie ab bis hierhin sieht man. Also bei mir wäre nur eine Person. So, und verteilt noch Flyer. Hier sind noch Flyer, ne? Mann, noch. Da stand es nicht. So, und wie ist meine neue Mütze? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich nachher gut, wenn es vorbei ist. Wenn es vorbei ist, ist es besser. Das war ein schöner Abend. So. Gut, holen Sie die Kekse. Ja, du kannst sie ruhig nehmen. Sascha? Was ich an Sascha liebe, ist, dass ich mit ihm, also ich konnte von Anfang an ehrlich sein und ich konnte ich sein und diese Offenheit, die er irgendwie an Menschen gibt oder vielleicht gibt er es auch nicht, aber er strahlt diese halt das aus, dass man einfach total sein kann, was man ist und was man, das habe ich vorher eigentlich nie getroffen. Ich musste mich erstmal so zurückziehen und bei ihm war es von Anfang an locker und also als ob ich ihn schon 10 Jahre kenne, ja. Das ist ja gar nicht, also das ist ja gar nicht die Rolle. Aber jetzt ohne das auch nicht mehr. Bei der ersten Leseprobe war ich die Emilia.
genau. Da hatten wir noch das Skript, oder? Und da hat er gesagt, ja, ich sei die Emilia. Da habe ich die Emilia gelesen. Und dann hat er mir kurz darauf geschrieben, ah, könntest du vielleicht nicht den Cassio spielen? Da habe ich gesagt, ja, klar, spiele ich den Cassio. Und dann waren wir noch vier Frauen. Und da hat er gemeint, ja, wir können diesen Text nicht mehr machen. Ob ich, er wolle lieber, dass wir drei Frauen spielen, nur einer den Mann spielt, also dass nur Ida Iago spielt. Und er hat gesagt, er würde, es gäbe noch die Bianca. Ich soll doch die Bianca spielen. Habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Und dann ist ja die Desdemona krank geworden, irgendwie eine Woche vor Premiere. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne die Desdemona spielen. So. Also ich habe viermal die Rollen gewechselt. Ja, für mich war sehr gut, weil wir hatten viel Raum auch für Improvisation. Und auch für mich war sehr gut, weil Sascha hat mir gesagt, auch auf Italienisch, so meine Muttersprache, zu spielen. Und weil dieses war mein erstes Mal auf Deutsch, so es war auch gut, die Italienische zu benutzen und so. Es war ein bisschen besser für mich. So es war schneller. Ja, ich würde eigentlich nur sagen, dass mir die Arbeit an der Rolle oder an der Figur oder an dem ganzen Projekt sozusagen auch Spaß gemacht hat. Dadurch, dass es, ja, ich will jetzt auch nicht so kritisch sein, dass es so ein bisschen textlastig ist und wir halt jetzt, glaube ich, ungefähr 6 Wochen hatten, ist man schon hauptsächlich mit dem Textlernen beschäftigt. Und wenn man da halt nicht dran bleibt, also gleich am Anfang anzieht, dann ist man natürlich nicht so frei in den Handlungen, weil man dann noch die ganze Zeit überlegen muss, was sage ich jetzt. Ja, daher ist es jetzt immer noch ein bisschen steif. Wir kommen halt mit jeder Vorstellung dann besser rein. Was willst du? Ja, ja. Merda! Also wir hatten, glaube ich, auch eine Phase, wo es halt so ein bisschen, ja, weil irgendwo die Premiere rückt natürlich näher und man ist nicht da, wo man gerne sein würde, aber man überwindet das und dann, sobald man dann auf der Bühne steht und die Zuschauer sind da, macht es dann einfach nur Spaß.